Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um die letzten Nebenquests gekümmert und wir haben keine mehr übrig. Wir gucken jetzt sogar noch mal nach und boom, nichts mehr da. Gut, ne? Und ja, was machen wir denn dann jetzt noch? Ja, ich weiß noch, was wir machen müssen. Und zwar, da, guck mal, das ist eine riesige Energie, die zwar blau ist, was normalerweise bedeutet schwach, ne? Also ja, Berserker-Gegner müssen wir noch machen. Und das habe ich ja schon mal irgendwie so angefangen. Wir haben ja mal, ich glaube, im mittleren Ebenen-Kontinent oder so habe ich das einmal gemacht. Weil irgendwie für eine Mission muss ja Cell spawnen und Cell Continue spawnen, weil irgendwie so ein Berserker-Gegner von denen da am Rumlaufen ist und dann können irgendwie die Gegner nicht spawnen. Ich hatte übrigens gerade Vegeta im Team, aber als ich Vegeta im Team hatte, sind die beiden nicht gespawnt. Also nehme ich mal an, wir kämpfen gleich noch mal gegen Vegeta, weil ja, keine Ahnung, sonst werden die wahrscheinlich auch wieder gespawnt. Aber ja, die beiden habe ich schon mal besiegt und ja, danach kam eine Cutscene und da habe ich gesehen, hey, da ist doch mal jemand, den ich kenne. Und ja, deswegen habe ich noch mal geladen und das noch ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich habe aber schon mal alle Berserker-Gegner, die herumgelaufen sind, besiegt. Das läuft normalerweise so ab. Da sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Gruppen. Die sind auch alle so markiert mit diesem Symbol. Und das sind so random Leute, so Freezer-Soldaten, Cyberman und all sowas. Und ja, die kann man nur einmal besiegen. Und wenn alle besiegt worden sind, dann tauchen irgendwie so spezielle Charaktere auf. In diesem Fall hier Raditz und Nappa. Und wenn man die besiegt, wahrscheinlich wird irgendwie eine Cutscene getriggert. Wir haben das ja mal mit Cell gemacht und alle Gegner von dem erledigt, aber da ist irgendwie nichts passiert, deswegen habe ich mich gewundert. Aber nachdem ich die beiden das erste Mal hier besiegt habe, ist eine Cutscene aufgetaucht und ja, seitdem war mir das etwas suspekt. Ich glaube, das Spiel erwartet von einem, dass man die beiden als erstes besiegt, weil nur dann kam die Cutscene irgendwie und ja, die dürfen jetzt eigentlich nicht so stark sein, wenn ich die schon mal besiegt hatte. Ja, 38. Ich habe den gewonshottet. Ja, ich glaube, das wird gar nicht so schwer, ne? Ich habe einfach mal die stärksten Charaktere mitgenommen, die ich habe, weil warum nicht? Oh, wie scheint. Okay. Und ja, nachdem ich diese Cutscene zum ersten Mal gesehen habe, war es irgendwie offensichtlich, dass hier noch was passiert. So, wenn jetzt dieser Charakter überhaupt nichts gesagt hat, hat wahrscheinlich nicht Dragon Ball Xenoverse gespielt oder mein Let's Play dazu angeguckt, weil sie war mehr oder weniger der Hauptbösewicht in diesem Spiel. Und ja, man hat auch noch eine andere Stimme gehört und ja, ich habe so das Gefühl, ich weiß, wer hier die optionalen Bosse sein werden. Falls, also, es tut sehr darauf anspielen, dass die optionale Bosse sein werden und ja, ihr seid ihr Level 50, schaffe ich. Muss mich einfach durchkämpfen. 6 Watt. Genki Dama. Ich mache das hier so schnell wie möglich jetzt einfach. Also ich habe weniger Erfahrungspunkte hiervon bekommen als okay. Geheimnis des Erfolgs: Kochen, Erwachsen, Training. Jetzt kriege ich die ganzen Klamotten. So, wir haben jetzt alles hier freigeräumt. Hier, das wird übrigens nicht so geschnitten wie die anderen Dinger. Deswegen, ja. Ich überlege gerade, was hier kam ja aus, mach mal, ne? So, und ich würde jetzt einfach mal raten, wir müssen alle Berserker-Gegner in jedem Gebiet erledigen, damit wir den optionalen Boss freischalten. Und ja, das machen wir in diesem Part.
Und dann gucken wir mal, was noch kommt. So, mir fehlen übrigens nur noch 2 Trophäen. Also, dann ist so eine gute, irgendwie so ein gutes Signal dafür, dass ich schon so gut wie alles in diesem Spiel erledigt habe. Ach ja, falls man es noch nicht gemerkt hat, ich bin über Level 100 und ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie weit geht das Spiel noch. Einige Fertigkeiten kann ich erst freistellen, wenn ich Level 120 bin, und das macht mich etwas nervös. Okay, das ist eine etwas komische Teamzusammensetzung. Da haben wir Freezer in der dritten Form mit Dodoria und Sabon. Da haben wir Freezer in der ersten Form gegen und Qui und Sabon, damit Genie Force. Ich will so, weiß ich nicht, in der Reihenfolge gehen wie in der Saga, aber das ist irgendwie komisch. Gut. So, ich nehme jetzt übrigens auch wieder Vegeta ein Team rein, weil jetzt werden wir hoffentlich nicht irgendwie solche Spawn-Sachen irgendwie dazwischen kommen. Weil du hast Vegeta im Team, jetzt kannst du nicht irgendwie gegen die kämpfen. Was für Level sind die überhaupt? 55, das schaffe ich. So. Ich tue halt ja so schnell wie möglich alles erledigen. Also. Wenn ich Pech habe, ist der optionale Boss schwächer als irgendwie alles, was ich noch hier gemacht habe, neben questmäßig. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch schon gegen diese eine Bonju hier gekämpft auf Level 100. Auch nicht so schwer jetzt. Also. Die Trainingsräume, wo du gegen mehrere Leute kämpfen musst, um neue Fähigkeiten zu lernen, da war bestellt. Weil das ist so kacke, ne? Die Plage ausmerzen, okay, das ist schon mal eine Trophäe. Es fehlt mir eigentlich nur eine Trophäe, und dann können wir ja und irgendwie ja live miterleben, wie ich in der Platin-Trophäe von diesem Spiel hole. Ist auch nicht schlecht, ne? Also wenn ihr das Spiel platinieren wollt, einfach dieses Let's Play gucken, ne? Dann wisst ihr, wie das geht. Auch wenn ich nicht alles irgendwie hier reingepackt habe, sondern zu gegen Ende. Ja, Genki Dama. Ultimative Genki Dama. Und ja, bis jetzt läuft es relativ easy gerade. Jetzt kommt Freezer. Buff Freezer. Mit komischen Gesichtsausdruck. Und Cell haben wir ja schon, die ganze Cell Crew haben wir ja schon erledigt, die Cyborg und Cell Saga Crew. Deswegen ist mir nur noch zu Babidis Gebiet, um da gegen Babidis Schergen und Majin Buu zu kämpfen. Und dann kommt wahrscheinlich optionale Boss. Dann sehen wir, was hier los ist, ne? Oh, nur du, okay. Ja, wie man sieht, nicht sehr schwer. Ja, gut gemacht, Vegeta. So. Jetzt kriege ich die ganzen Geheimnisse des Erfolgs. Die hätte ich eigentlich schon vorher brauchen können. So, wir haben auch schon alles erledigt. Hier relativ schnell. Jetzt müssen wir nur noch hier hin. Keine Ahnung. Selbst wenn die Kämpfe jetzt ein bisschen schwieriger werden, ich glaube, die waren schon ein bisschen schwieriger, gell? Aber ich bin schon Level 100, also. Ich frage mich, was das Maximum Level ist. Also, wenn die versteckte Trophäe jetzt nicht irgendwie eine Trophäe ist, erreiche das Maximum Level des Spiels und sagen wir mal, weiß ich nicht, das Maximum Level ist irgendwie was 200 oder irgendwie so was. Oder 250, wie in den Tales of spielen. Dann ja, das ist schon machbar, finde ich. Ob so brauche ich dann noch mehr, was kommt denn ja danach noch? So, da haben wir da, die sind schon Level 90, da ist schon ein bisschen schwieriger. Da, wir beiden. Ihr beiden seht schwach aus. Bisschen enttäuscht, dass wir kein C21 Seelenabzeichen bekommen haben. Ich hätte lieber irgendwie diese beiden Engel von Aralee irgendwie eingetauscht gegen ein Seelenabzeichen von der. Jetzt ganz ehrlich, ich bin, boah, ich habe schon wieder den eingetrügert.
Boah, geh weg, ey, Junge, ehrlich. Weil der Witz ist, die Dinger, die Viecher sind stärker als andere, die was ich bisher gekämpft habe. Und das ist irgendwie frustrierend. Ja, der ruft wahrscheinlich jetzt wieder jemanden noch im letzten Moment. Das passiert immer. Nein, okay, ich bin zu stark. Ich bin zu stark. Ist gut so geworden. Sie sind schon tot. So. Wo? War doch gerade hier. Boah. Oh mein Gott, sag mir jetzt nicht, dass schon wieder das passiert. Ich weiß, was passiert ist. Das ist schon mal passiert, ey. Mach mal die beiden, die drei erstmal. Vielleicht. Das ist schon mal passiert mit irgendeiner Quest irgendwie. Gegner waren irgendwie zu nah dran und irgendwie sind die Gegner dann der Questgeber ist dann irgendwann verschwunden, weil irgendwie andere Gegner voll nah an mich hineingeflogen sind oder so. Ja, komischerweise zählt Majin Vegeta nicht der gleiche wie Vegeta. Also, ja, was soll das denn? Ja, ich spam einfach gegen die Dame mit solchen Gegnern. Ja, haben wir schon dutzend Mal gesehen. Also eigentlich nicht, aber. So. Und ich muss jetzt echt noch mal das Gebiet hier verlassen. Weil die Gegner in mich reingerannt sind, während ich diese Berserker-Gegnergruppe reingerannt bin. Und weil die irgendwie zu nah in mich reingeflogen sind, ist das irgendwie verschwunden. Ja, das Spiel manchmal, aber warum packt man denn auch hier diese ganzen random Gegner so nah an die heran? Finde ich allgemein irgendwie doof. Die Zufallskämpfe sind irgendwie das, was mir am meisten auf den Nerven geht in dem Spiel. Nee, die Trainingskämpfe in Capsule Corporation. Also, ich muss mir irgendwie so einen Kampf aufnehmen, das ist so nervig, ne? Jetzt ein Spezialangriff nach dem anderen, ey. Ein Kamehameha gegen die Fresse, dann bevor du dich irgendwie davon erholen kommst, kommt schon das nächste angeflogen und dann kommt noch eins angeflogen, dann kommt einer und schlägt dich. Das heißt, ein vollkommen anderes Klima, als wenn du irgendwie hier gegen so normale Gegner oder gegen diese Gegner hier kämpfst, ey. Die machen nämlich hin und wieder Pause mit deren Angriffen. Wollte schon sagen, jetzt ist schon wieder weg. Warte mal, wo sind die? Da sind die. Boah, ich dachte, boah, war ich nicht gerade vor denen? Boah. Ich tut, als würde ich irgendwie das Spiel kennen. So, ja, die Gegner sind weg, wie ich vorhin, als ich nah an denen heran war. Aber das ist echt schon mal passiert hier mit dem Questgeber. Deswegen habe ich gedacht, da ist jetzt dieser Fehler gewesen, aber die waren einfach noch viel zu weit weg. Boah. Ist spät, ist 11 Uhr abends gerade. Also, komm, ich will das Spiel zu Ende bringen. Ich glaube, ich hatte noch so viel kommt oder so. Also, es kommt hier. Versucht mal, das kam ja mehr zu essen. Ich habe kein Key, bin einfach voll peinlich auf den zugeflogen. Okay, Leute. Okay, ich kann mich nicht aufladen, weil er die ganze Zeit auf mich drauf. Ja, der ist immer noch ballert. Mein Gott. Ja, okay. Ist... Hallo? Hallo? Der hört gar nicht mal auf. Warum macht der mal einer fertig? Was ist das denn? So ein Scheiß muss jetzt echt nicht sein, ey. Hey. Also hier sind noch andere Leute, ne? Ihr könnt ruhig auch mal auf die losgehen, ne? Habt ihr das gerade gesehen, ey? Schu, 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 schu. Was macht den fertig, ey?
Ja, ich bin nicht im Super Saiyan. Nein, das so. Geht halt ums auch ein Kamehameha machen. Niemals. So. Alles klar. Und ich habe Level abbekommen, also wurde ich voll geil. Gut. Alles klar, dann da. Ja, gut ist, dieser Part wird nicht so lange sein wie anderen in letzter Zeit. Hoffe ich jedenfalls. Und ja. Fragen mich, wie stark müsste ich nehme jetzt mal sehr stark an, da kommt gleich ein optionaler Boss, ne? Wenn wir den besiegen, kriegen wir die letzte Trophäe, dann kriege ich die Platin-Trophäe, dann können wir das Projekt beenden. So, so müsste das jetzt perfekt laufen. Das wäre so mein Wunsch, irgendwie wieder Rest des Abends hier laufen würde. Das wäre doch perfekt, finde ich. So, boah, wie nah die in hier ran sind, ey. Gut, hey Buhan und seine Crew. Voll überpowerte Team gerade. Gotenks Bu, normaler Super Bu und ja. Gott. Okay, ist gut. Ja. Aber mach mal jemand Schaden, ja. Ja, gut gemacht, Team. So, welcher ist das? Ich glaube, du bist normal, also oder? Gesicht sagt mir das jedenfalls. Oder? Nee. Also nicht. Sie ist nicht. Ja, du bist normal, also Papu. Okay, warum können zwei von euch diesen blöden Angriff? Ja, du bist weg. Satt und weg besser. Ja, ich frage mich, wer jetzt kommt. Kid Buu. So, ich frage mich, ob der wieder seine Bossangriffe alle einsetzte. Ist jetzt jedes Mal, wenn ich gegen Kid Buu kämpfen musste. Jede Inkarnation von Kid Buu hat immer irgendwie Dings eingesetzt. Ey. Seine Bossangriff, ich nehme mal kurz eine Abkürzung. So, gibt es ja irgendwo ein Lagerfeuer, wo ich mich kurz heilen kann? Nö. Oder? Das ist ein Trainingsding, aber kein. So was müsste normalerweise in jeder Stadt immer sein eigentlich, ne? Aber also Städte in Rollenspielen setze ich immer gleich mit, das ist ein Ort, wo du dich heilen kannst. Deswegen bin ich ein bisschen komisch, dass ich mich ausgerechnet in diesen Orten nicht heilen kann. So, ausruhen. Ich habe noch nie ausprobiert, ob man diese Vögel abschießen kann, deswegen wahrscheinlich nicht. Hätte nicht sein können, dass ich den verfehlt habe oder so. Ne, jetzt geht einfach nicht. Jetzt geht nicht. Wie geht er? War komisch. Oh Gott. Alle Inkarnationen von Bu. Ah. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass wenn die alle drei sich rot auflanden, dann setzen die alle ihre Spezialfähigkeiten ein. Mein Gott, mache ich eine Menge Schaden in dem. Gut gemacht, Team. Irgendjemand hat mein Key, glaube ich, geil. Oder ich habe mich geil.
aufladen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und nimm den vom Drachen verspeist. Alter, mach mal viel Schaden. Ja, wenn du die stärksten Charaktere im Team hast, ne? Okay. Nix, okay. Ich habe eigentlich damit gerechnet, hat jetzt irgendwas passiert. Oh, da ist jetzt was. Olivendorf. Pass auf, da geht nur immer weiter. Jetzt kommt immer mehr Berserker-Gegner. Olivendorf, hat fehlt denn da? Okay. Es gibt jedoch auf der Erde noch viele andere gefährliche Feinde. Ja, zwei. Oh, bedrohliche Musik. Na, oh, was? Oh nein. Oh ja, ich wusste es. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Okay. Er ist irgendwie in Character, so. Was die böse Version von irgendwelchen Gegnern, ja, irgendwelchen Charakteren, ja, schwört. Für die, die jetzt nicht wissen, Tower ist laut Dragon Ball Xenoverse die Schwester von Dabra und ja, die hat ein bisschen so für die ganzen Schwierigkeiten in Xenoverse gesorgt. Die hat immer irgendwie, weil die Zeit ein bisschen verändert, man, Zeitreisen ist ja ein Ding in Xenoverse und ja, die hat sozusagen immer so ein bisschen herum manipuliert mit den Ereignissen in der Dragon Ball Z Story und ja, wir mussten immer mit unserem Charakter da eingreifen und ja, wahrscheinlich versucht sie das gerade jetzt hier auch, ne? So, grün, was bedeutet das denn? Oh, die stehen jetzt wieder genau davor. Okay. Wie stark seid ihr? 100, okay, das geht noch, glaube ich. Es sind noch zwei Gegner, das ist das, was mich gerade ein bisschen beruhigt. Ja, okay. So, komm her. Ich denke, ein dreifachen Super Saiyajin verwandelt, ich habe mich zweimal verdrückt. Hat niemand gesehen, ne? Und deswegen habe ich meine starken Charaktere hier noch reingepackt. Weil ich gewusst habe, die Berserker-Gegner, die werden immer stärker. Einfach auf Nummer sicher gehen, ey. Was bringt mir halt sowieso jetzt Shaozu und Yamshu und so hoch zu leveln, ne? Letzten Moment so. Aber ja, das ganze Spiel irgendwie nichts gemacht, so. Also irgendwie werden die sowieso nie einholen, weil ganze Charaktere tun alle hochleveln, ob ich die im Team habe oder nicht. Das finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Angeblich sollen die weniger Erfahrungspunkte kriegen, wenn sie nicht in der Gruppe sind, aber irgendwie merke ich davon nichts. So, Vegeta, komm her. Stärkster Charakter in Dragon Ball Z, ich denke nicht. Au, er hat uns alle weggehauen. Los, Team. So, will ich mir jetzt nur ein, oder machen wir jetzt irgendwie mehr Schaden als mit diesem Dreierangriff am Ende? Gucken wir mal. Irgendwie schon, ne?
man irgendwie gar keinen Schaden mit dem Angriff, oder irgendwie drei super starke Angriffe einsetzen. Boom. Das war eine Menge Erfahrungspunkte. So, was kommt jetzt? Ob ich es nicht wüsste. あなたたちはよくやってくれたわ。これまでの戦いによって生まれたエネルギーは全てミラが復活するためのエネルギーに変換されていたのよ。復活の準備は整ったわ。さあ行きましょう、ミラ。お前たちはこの俺が倒す。 Okay. Wo jetzt? Oh, schon wieder weg. Fällt gerade auf. Knüpft das irgendwie an die Events von Dings an? An Xenoverse 2? Im Land der Chaos? Okay. Weil, als ich irgendwie aufgehört habe mit dem Spiel, das Spiel geht, glaube ich, schon lange immer noch weiter, ne? Da hat, glaube ich, Tower gerade irgendwie die Überreste von Mira gehabt, ne? Also in dem Zustand, wie er jetzt ist, ne? Oder war das Ende von Xenoverse 1? Ich habe die Story nicht mehr so auf dem Schirm. Und ja, weiß ich nicht. Ich finde das aber interessant, dass hier, Alter, dass wir Charaktere aus anderen Spielen hier drin haben in dem Spiel. Das finde ich interessant. Und da ist er. Hi. Was geht? Ja, mit Cutscene mehr oder weniger. さらにミラは最強の戦士として成長し、今度こそ暗黒魔界を復活できる。復活してより強くなった私の最高傑作に、あなたたちは勝てるかしら。腕ならしに付き合い。さあかかってこい。 Na, komm mal her. Davon alles mit. Oh Gott, mit der wenig Schaden. Gott, falscher Knopf. Du scheinst zu unterschätzen, wie viele Sensoren ich habe. Ich habe 44. Ich glaube nicht, dass du mich irgendwann hier noch erledigen wirst. Also. Oh Gott, außer ein bisschen nur ein Gegner, das, da kannst du kam ja, ich auch hier. Hab gut gemacht. Schon sehr lange nicht mal gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das so ist hier in diesem Rage-Modus, wie auch immer das heißt. Irgendwie die gleichen Angriffe wie ich. Komm her. Und irgendwann werde ich ja gerade geheilt die ganze Zeit. Ich hätte viel mehr AP irgendwie verlieren müssen, aber ich wurde mal zwischendurch ein bisschen geheilt, habe ich so ein Gefühl. Oh, du bist betäubt. Okay, wäre doch schade, wenn ich dann jemand angreifen würde, ne? Ja, was hier mit? Ja, ich glaube, den haben wir. Und in die Fräse. Boom. Ja, das ist gut, dass ich mein Key aufladen muss. Ja, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, dann war es das. Ich glaube, der hatte noch eine andere Form. Xenoverse 1 oder 2. Ob die auch vorkommen wird, weiß nicht. Genki-Dama?
Ja, da ist abgezogen. Da kann ich auch. Tust du das? Dann komm mal her. Zeigen wir mal unsere ultimative Kraft. Macht gar keinen Schaden. Ja. Muss noch nicht mal eine Sensobohne einsetzen, ey. Kollege. Täuscht mich ein ganz kleines bisschen so. So, und das ist der Gnadenstoß. Das war einfach für diesen ganzen Trubel hier. Oh, ich glaube, er ist tot. Wieder mit D. Dragon Ball Meister, Platin Trophäe. たくさんのエネルギーが必要ね。もっともっともっとエネルギーを吸収せねば。いいことを思いついたわ。別の歴史に行きましょう。さらなるエネルギーを取り込めるはずよ。 Und so begann der Plot von ここでやることは終わった。でもあなたたち Warte mal, ist das bevor die irgendwie? Ist das bevor die in Dragon Ball Xenoverse angefangen haben, Chaos anzurichten? Oh, jetzt sagst du nichts. Du hast es geschafft. Die Quelle all dieser bösen Energie ist fort. Du hast deinen Ruhm und den der Erde gemehrt. Wieder auftauchen von Super Berserker Gegnern. Die Quelle der Berserker Gegner ist weg, aber die Gegner selbst sind alle in Bereichen wieder aufgetaucht. Wenn du sie erneut besiegst, kehren sie zurück. Du kannst sie also bekämpfen, um schneller stärker zu werden. Aber warum sollte ich das? Ich habe die Platin-Trophäe, also. Und mir fehlen ja immer noch irgendwie Sachen, aber das ist, wenn ich hier mehrere Seiten irgendwie so noch falsch halten muss, ne? So, seht ihr mal hier bei den Set-Dingens, ne? So, hier fehlen mir wieder. Ja, das ne, super. So, Mirror und Tower. Ist ein Cyborg? Da wusste ich nicht. Da war es jüngere Schwester. Ja, aber wir haben jetzt alle Charaktere. Das heißt, irgendwas anderes wird jetzt nichts mehr kommen, ne? So. Optional bossmäßig oder so, nehme ich jetzt mal an. Also ja, ich würde sagen, das war's dann eigentlich, ne? Ich gehe jetzt noch mal hier gucken. Super Berserker Gegner, ja, da das ist wahrscheinlich so eine Ausrede, damit man noch über Level 100 irgendwie so noch weiter spielen kann, ne? Jetzt kommen noch mal Super Berserker Gegner, die sind jetzt noch mal eine Ecke stärker, ne? Aber darauf habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust. Und wenn die immer wieder auftauchen, dann ist das irgendwie, dass man da nicht so ja, voranschreiten kann. So habe ich so ein Gefühl. Ja, das ist jetzt so ein Level 110 normaler Gegner. Ich habe die Platin-Trophäe, also. Ja, das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass wir eigentlich fertig sind mit allen, ne? Ich meine, was anderes brauche ich denn hier noch, ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's dann mit diesem Projekt, ne? Finde ich ehrlich gesagt gut. Das ist wieder ein Projekt irgendwie abgeschlossen. Kann ich mich wieder auf meine anderen Sachen konzentrieren. Und es gibt noch genug andere Sachen. Und ja, wenn irgendwie noch was Interessantes mal irgendwann passiert oder so, dann schalte ich ein. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie in den nächsten Tagen jetzt mich aufmachen und gucken, was es hier noch zu tun gibt und so. Ich werde vielleicht jetzt mal googeln, ob irgendwie noch
optional bossmäßig irgendwie vielleicht noch was kommt, aber wenn nicht, dann war es das mit diesem Projekt. Und ja, ich habe irgendwie Gerüchte gehört, dass es irgendwann Dragon Ball Super DLC geben soll. Ich hoffe, dass, wenn das stimmt, dass dazu auf meinen Level dann gescaled ist, weil ich nehme mal an, irgendwie kommt irgendwann ein Dragon Ball Super DLC wirklich raus und irgendwie die Gegner, die da rumlaufen, sind irgendwie Level 80 oder so, weil die irgendwie, weiß nicht, so geplant sind, nach dem Ende des Spiels oder so besiegt zu werden. Und ja, ich hoffe, das ist nicht der Fall, weil sonst müsste ich noch mal einen neuen Spielstand laden und so. Und ja, keine Ahnung, wenn, dann gehe ich einfach mit meinen 100 Level 100 Charakteren dahin, ne? Mal schauen. Jedenfalls, ich bedanke mich allen fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei allen, die das Projekt verfolgt haben und geliked, kommentiert haben und all das andere. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Ich hatte Spaß mit dem Spiel.